Wenn ihr eure Daten genauso paranoid sichern wollt wie ich, dann ist es empfehlenswert, die Daten von einem NAS auf ein anderes NAS zu spiegeln. Ja, zu spiegeln ist nicht ganz richtig, das sehen wir auch gleich warum, aber immerhin zu backuppen. Dazu stellt QNAP das Real-Time Remote Replication Protocol zur Verfügung. Nennt sich kurz RTRR. Was muss man also dazu tun? Man braucht ja ein Quellen-NAS und ein Ziel-NAS. Dafür hat mir jetzt QNAP dankenswerterweise ein Gerät zur Verfügung gestellt, das 231P. Und hier bin ich jetzt gerade auf meinem eigenen NAS, das jetzt quasi die Quelle für die Sicherung ist und das Ziel ist dann das andere NAS. Um das jetzt durchzuführen, sieht man hier schon, gibt es hier den Punkt RTRR Server, aber das brauchen wir dann beim Ziel, nicht bei der Quelle. Deshalb gehe ich mal hier auf Überblick und hier kann ich einen Auftrag erstellen und ich will hier einen Sicherungsauftrag erstellen. Das kann ich auch gleich tun, aber als erstes wechsle ich mal zu dem Quell-NAS. Das nennt sich hier NAS4TB-Demo und am Hintergrund könnt ihr auch unterscheiden, auf welchem NAS ich mich gerade befinde. Was brauche ich also? Ich brauche die App Hybrid Backup Sync, die finde ich im App Center. Wer sie noch nicht installiert hat, der geht einfach hier unter Sicherung und Sync und hier gibt es dann die App Hybrid Backup Sync. Die kann man dann öffnen und weil das ja meine Quelle jetzt hier ist, mein Ziel ist, ich bringe es schon durcheinander, gehe ich hier auf Backup Server und RTRR Server. Um jetzt diese Anleitung durchzuführen, sollte man natürlich zwei QNAP-Geräte haben. Ob es jetzt auch mit Synology funktioniert, wage ich zu bezweifeln, weil RTRR von QNAP kommt. Was ich jetzt hier tun muss, ich muss den Real-Time Remote Replication Server aktivieren. Ich kann hier alles auf Standard lassen, nur ein Kennwort sollte ich natürlich festlegen. Das lasse ich mir wie immer generieren in meinem Passwortmanager und klicke hier unten auf Übernehmen. Gehe hier nochmal auf OK. Und jetzt läuft hier auf dem Gerät ja, der RTRR-Server und wartet auf eine Verbindung. Was ich jetzt noch brauche, ist die IP-Adresse von meinem NAS. Das ist die, die ich hier oben sehe. Und am besten sollte die natürlich statisch sein und sich nicht verändern, also nicht per DHCP vergeben werden. Ich wechsle jetzt also wieder zurück auf das NAS, von dem ich sichern möchte. So, dazu klicke ich jetzt hier bei Auftrag erstellen auf Sichern und wähle hier externe Sicherung aus und benenne die jetzt irgendwie. Und hier muss ich jetzt einen externen Speicherplatz wählen. Ich kann jetzt hier das, weil ich es schon mal gemacht habe, das NAS direkt auswählen, aber ich kann auch einfach mal direkt draufklicken und hier bei Server kann ich das RTRR-Profil nehmen. Hier auf Einstellungen und hier sieht man schon, habe ich das NAS eingetragen. Bei euch müsstet ihr das jetzt quasi nochmal durchführen. Passwort bleibt jetzt das gleiche. Anschluss ist wahrscheinlich der Port gemeint und hier muss dann die IP-Adresse oder der Hostname eben rein. Ich muss hier natürlich jetzt im Ziel, wenn er diese Ordner auflistet, dann hat er eine Verbindung zum Ziel. Dann wähle ich einfach den Ordner Backup aus. Mache ich OK. Und jetzt muss ich hier bei den Quellpfad einfach mal auswählen, was gesichert werden soll. So, was ich jetzt noch für wichtig halte hier, ist Sicherung mehrerer Versionen zu aktivieren. Hier kann man zum Beispiel einfach die intelligente Versionsverwaltung benutzen. Das heißt, wenn man eine Datei versehentlich löscht, wird diese Löschung nicht gleich repliziert, sondern man kann sie aus der Sicherung wiederherstellen. Das übernehme ich jetzt, jetzt war ich ganz schnell und das war im Grunde scheinbar auch schon die ganze Einrichtung. Und ja, täglich 2 Uhr hat er jetzt sich da gemerkt, das habe ich gar nicht eingestellt, deshalb gehe ich nochmal auf Editieren. Ich hätte nämlich hier unten auf erweiterte Einstellungen gemusst. Ja, und hier kann man sich jetzt eine Uhrzeit raussuchen, wann repliziert werden soll. Es gibt hier auch noch weitere Optionen, die man so einstellen kann. Hier auch nochmal die Versionen. Aber so fürs Erste braucht man das eigentlich nicht. Gehe ich auf Übernehmen und klicke auf Jetzt sichern. Und jetzt legt er los und ich kann auf meine Quelle einfach mal schauen, was sich da tut. Ja, der Ordner, den ist schon ein bisschen länger angelegt. Und hier gibt es dann auch verschiedene Tage, also das ist halt die Versionierung. Wenn ich also Dateien wiederherstellen möchte, kann ich hier durch die Ordner gehen. Latest ist natürlich immer der aktuelle Stand.